Leon? Bin spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir hier am Start seid. Wir haben Ashley gerettet. Neues Kapitel, neues Glück. Und sie hat ein neues Outfit an. Und es scheint ihr kalt zu sein. Gut. Wir machen weiter. Versuchen, dem Albtraum hier zu entkommen. Da ist noch eine Kiste. Schatz ist auch hier. Rohkristall. Schön. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Und ein Tagebuch. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Hannabel geholt. Als nächstes bin ich wohl dran. Ich muss nachdenken. Ich muss meine Gedanken ordnen. Plaga-Infizierte sind Lord Settler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plaga-Spezies zu entwickeln. Die verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Hannabel ist nicht mehr sie selbst. Sie lächelt auf ihrem Gesicht. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden, auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Ja, alle Mitwissenden müssen eliminiert werden. Und klar, sie sollte wahrscheinlich die Intelligenz behalten, man sieht die Tochter des Präsidenten. Da kannst du eine Menge Unfug anstellen, wenn du die kontrollierst. Schaffst du's? Was denkst du denn? Dass sie immer mit dem Hintern wackelt, wenn sie da hochspringt, ne? Sei vorsichtig. Irgendwie sexy. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Ach, was du nicht sagst. Neues Outfit, neue... Keine Ahnung. Neuen Mut gefunden. Hey, Leon. So. Bumsi Bums. Hier geht's weiter. Müssen immer so die Augen nach einem Schatz aufhalten. Halt. Blaue Medaillons. Bla 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 bla. 5 Stück. Frachtdepot. Okay. Komm da vorne. Bla bla bla. Hallo Händler. Halt. Hab ich da. Was? Da hab ich ein Fass stehen lassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Mücken wollen wir mitnehmen. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte echt dich interessieren. Was ist denn Neues reingekommen? Wahrscheinlich gar nichts. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Also hier schon mal nichts. Das ist, was ich derzeit habe. Der Seidenkristall.
keine Ahnung. Verkaufen, verkaufen. Boah, 20.000 bringt das Ding. Ich kaufe fast. Danke. Na dann tunen wir mal ein bisschen. Bist du beeindruckt? Die Magazingröße. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Und schon sind wir wieder pleite. Kann ich sonst noch kommen? Jederzeit wieder. Ich komme wieder. Keine Frage. Ah, die Arbeit ruft. Frische Luft. Endlich. Da, erstes Medaillon. Ping. Direkt über uns. Da. Und eine Glocke. Der Schatz. Halt, Krähe. Sehr schön. Guter Edelstein. Das hat sich gelohnt, der Schatz. Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Hier hinten. Gehen wir woanders lang. Dann wohl hier runter. Okay, da vorne sind schon wieder hier ein paar Typen. Guter Schuss! Danke! Verdammt! War ja klar. Den machen wir aus sicherer Entfernung unschädlich. Schießstand. Okay, die Munition haben wir mitgenommen. Der Seite ist irgendwo ein Medaillon, ja. Oh, da steht noch einer. Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Die sollen wir mitnehmen. Batz. In die Fresse, Junge. Damit das nicht geregnet, ne? Cornio, die zweite Kugel in die Fresse. Und es tut immer noch genauso weh. Mutieren ist abgesagt für heute. Hast du eine Kiste gesehen? Oder ein Fass, besser gesagt. Das war ein Medaillon. Da, habe ich schon gesehen. Da war noch ein Medaillon. Und der Loot von den Gegnern. Und noch mehr Kisten. Oder Fässer. Ja, ich weiß. Das sind Fässer. Wunderbar. Läuft ja wie ein Länderspiel. Letztes irgendwo auf der Seite. Hier rein? Ne, nix da. Nehmen wir doch das hier. Treffer! Das ist so einfach. Oh, da drin scheint was los zu sein. Guck mal her. Wir laden mal alles durch. Die Kapazität erhöht. Vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, Ashley. Es nimmt kein Ende. Granate! Die hat was gebracht, die Granate. Noch wer? Ja, sicher.
alles bestens. Na, geht so. Ich lutsche schon meine Munition ganz schön weg. Wo kamen die denn her? Haben die hier Pause gemacht oder was? Mein 4 Stück hier auf dem kleinen Raum. Ist zu, ne? Ja. Kein Weg für uns. Geht die auf? Nein, natürlich nicht. Geht nicht auf. Wartet mal, da ist ein Schatz. Lasst mich mal gucken. Ashley, würdest du bitte aufhören zu stöhnen? Es macht mich mittlerweile schon ein wenig an. Kommst du mir vor, als guckst du im Porno? Ey, ohne Scheiß. Okay. Hilf mir hier mal kurz. Okay. So, und dann müssen wir auf der anderen Seite aufmachen. Verstehe. Ich verstehe. Oh nein! Ashley! Verdammt! Nimm doch mal die Knarre, Leon! Langsam habe ich genug. Wo kommt der? Ah, ich. Schön, 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 schön. Lass mich runter! Aufhören! Ich sehe nichts. Warte, ich helfe dir! Wo willst du denn hin? Lass auf! Abstand! Frisst die Kugel! Mein Gott! Stress im Quadrat, Leute! Hey, alles klar bei dir? Ja, danke! Liegt hier noch Loot? Nein! So, können wir? Hör doch auf zu wackeln. Ach, gib mal her. Irgendwann muss doch mal gut sein. Granate. Was ist denn hier los? Mein Gott! Entfernt dich! Ashley, Rückzug! Oh Gottchen! Jetzt geben sie nochmal alles, ja? Jetzt geben sie ja nochmal alles. Leck die Kuh. Kiste. Ash, alles klar? Keine Schätze. Komm, wir drücken uns hier mal den Fisch rein. Ach, nee, warum? Wir haben doch noch. Uns geht's gut. Komm. Ja. Wieder in die Suppe rein. Erstmal zum Fass. Riecht das widerlich.
Kommst du klar? Ja, früher hätten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Schatz in der Ecke. Smaragd. Ash? Nee, ist da. Come on. Ach, so eine Nummer. Beide gleichzeitig, okay? Alles klar. Boah, Bingo. Volles Programm. Ashley. Bleib hier. Der ist nicht umsonst da. Oh Gott. Alles klar, ich verstehe. 8 Schuss hiervon. Ich höre schon wieder atmen. Da hast du. Was ist jetzt? Du Scheiße! Verdammt, wie penetrant kann man sein? Was ist mit ihm nicht in... Alter, was macht er denn? Da waren Scheiße. Die auch im alten Teil? Hässliches Drecksvieh! Ist er tot? Du bist doch nicht verletzt. Nein, alles gut. Boah. Was ein fieses Vieh, ey. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Standardgegner der neue oder was läuft jetzt hier für eine Nummer? Hilf mir mal. Okay. Also dann, beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Okay. Beruhig dich, Ashley. Beruhig dich. Alles wird gut. Ratten. Wo seid ihr? Da. Ernsthaft? Wir haben noch keinen Auftrag. Eins von vier. Und wir haben keinen Strom, keinen, ne? Strom. Ja, klar. Wo ist die Ratte? Nach auf der anderen Seite. Okay, da komme ich eh gleich hin, gehe ich mal von aus. Hier ist die Brücke, da muss ich ja, alles klar. Gott. Machst du das? Mach mal. Ich hab ein Händchen für sowas. Weil die hat so einen netten Hintern. Ratte! Hin. Ratte, da. Ba-da-ba-ba. Schatz. Kisten. Tausend Peseten. Wunderbar. Machen wir direkt fertig das Teil. Wo wir gerade da sind.
Gut, haben wir das auch. Wir mausern uns. Es geht voran. So, wo bleiben die Regeneratoren? Da bleibt es mit Sicherheit nicht bei einem. Was ist das? Kraut. Leon? Vorne war noch eine Ratte. Ich habe sie genau gesehen. Dann hätten wir es auch. Perfekt. Auftrag abgeschlossen, obwohl wir noch gar keinen Auftrag haben. Das müssen wir erstmal danach machen. Was war das? Forelle. Komm, wir können uns eine gönnen. Wir haben so viel Heilung. Jetzt müssen wir gleich schnell sein. Laufen, laufen, laufen. War ja klar. War klar. Wie im Originalteil. Da kam nämlich auch ein Regenerator. Ashley, scheiße! Okay, wir haben's. Nimm die Finger weg! Stehen bleiben! Oh, da kommen noch welche. Kein Problem. Ja, nimm mal den Kickpot. Noch einer! Langsam habe ich genug. Ja, ich auch, Leon. Ich auch. Ach so, den haben wir abgehängt, weil die Brücke runtergegangen ist. Ha! Sollen wir den killen? Da habe ich gar keinen Bock drauf, ey. Man muss einfach auch mal Nein akzeptieren. Bleib doch da, wo der Pfeffer wächst. Der macht nur so Sinn. Also sonst komme ich ja nicht oben rechts dran. Das sieht doch schon mal gut aus. Fertig. Also nichts Dickes, ne? Ashley, kommst du? Hast du ein bisschen Zeit? Okay. Kann ich den treffen? Ich kann den treffen. Einer weniger. Wo zur Hölle kam die jetzt her? Haben wir alles. Sieht so aus. Ashley, bist du da? Händler. Ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Eigentlich habe ich zwei vom Tisch schon gehauen. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Oh, sieh dich einer an. Na dann, was kann ich für dich tun? So, wir wollen verkaufen als erstes. Nee, natürlich so nicht. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden... Ah, dafür lasse ich einiges springen.
Da haben wir alles. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Probier mal, ob's passt. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. So, und jetzt müssen wir mal überlegen, was wir mit dem Geld machen. So gut wie neu. Weiterhin viel Glück, Fremder. Yo, vielen Dank. Stirb mir da draußen nicht weg. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet wieder ein. In der nächsten Folge machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.